Preis-Leistung war angemessen. Die Preis-Leistung war angemessen. Das freut mich. Willkommen beim Neulenkbar-Vlog. Euch sage ich nicht, worum es gerade gegangen ist. Ha! Edge! Folgendes, ich fahre da so im Auto und habe mir gedacht, da nehme ich den Vlog für morgen auf. Denn der Herr Schmatz hat ja keine Zeit. Also ich bin ja so im Stress. Wir sind so im Stress, dass der Junge sogar im Auto essen muss. Und recht hat er, denn die Frau hat chinesisch angekündigt, wo sich die Begeisterung ja in Grenzen hält. Zurück zum Thema. Ich habe was, worüber ich mit euch sprechen muss. Über die Firma TeamViewer. Ja, die Firma TeamViewer, das sind die, die die Fernwartungssoftware machen, die ich verwende. Und dem nicht genug, macht euch auf ein längeres Video gefasst. Aber vielleicht teile ich es auf 2 Folgen. Oder 3 oder 4. Apropos, 3 oder 4. Wir haben noch keinen Navigationskollegen aktiviert, was strategisch sehr schlecht ist. Ja. Worum geht's? Das war eine unerwartete Überbrechung. Es ist so. Die Firma TeamViewer kriegt Geld von mir. Aus meiner Sicht kriegt die ziemlich viel Geld. Oh, da haben wir einen Stein bekommen, den müssen wir ihn heute in der Lenkbach zeigen. Und ich bin der Meinung, sie kriegen viel Geld, sie sind der Meinung, sie kriegen sehr wenig Geld. Das liegt daran, dass ich inzwischen die Corporate, nein, ja, die Corporate-Version, glaube ich, sogar habe, wenn ich mich nicht täusche, weil ich mal ein Zusatzpaket gekauft habe, dass die aber jetzt mit der kleinen Version nicht mehr können, wollen können, nicht, ja. Und deshalb haben sie mir die größere Lizenz gegeben. Die bringt mir reichlich wenig, die größere Lizenz, aber ich habe sie heute. So ist es. Ich könnte die vielleicht weiter vermieten, um Zusatz. Das wäre ein Konzept. Ich vermiete diese Lizenz an 3 andere Leute weiter und verlange so viel, dass ich davon leben kann. Das ist ein... Wenzel schreibt das auf, merkt er das, das braucht man. Naja, folgende Situation. Das TeamViewer-Programm ist bei mir in der Vollversion am Computer. Und zwar auf jeden Computer, den ich nutze. Da bin ich mit meinen authentifizierten Benutzerzugangsdaten angemeldet an diesem Programm, welches schon über eine 22-Faktor-Authentifizierung freigeschalten wurde. Und was weiß ich nur, es nervt Uhr. Es nervt Uhr, aber es ist halt so. Und in diesem Programm habe ich dann eine Liste mit meinen sympathischen Kunden. So weit, so gut. Die sympathischen Kunden können, wenn sie Lust haben und das Bedürfnis haben, mir Geld zu geben, auf das grüne Zahnrad die eitle Fernwartung doppelklicken und dann noch auf Ja und dann blinkt das bei mir auf, dass sich der da freigeschalten hat und dann kann ich mich theoretisch mit dem verbinden und diesen Computer fernreparieren, respektive der betroffenen Person über die Ferne helfen, wenn sie irgendein Symbol nicht findet oder sonst was. Soweit die Theorie. Die Praxis ist dann so, dass immer wieder, wenn ich das tue, plötzlich aus irgendeinem unerfindlichen Grund die Tasten auf meiner Tastatur nicht mehr richtig funktionieren. Das heißt, ihr wisst ja, Allgemeinbildung, Steuerung C ist die Tastenkombination, um eine Markierung in die Zwischenablage zu kopieren und Steuerung V ist der Befehl, um dann diesen Inhalt der Zwischenablage wieder einzufügen. Das ist das, was ich jeden Tag 200 Mal mache, wenn ich diesen, wenn ich diesen Vlog poste, weil ja YouTube 100.000 einzelne Felder hat, wo man irgendwas eingeben muss. Und das ist in meiner Excel-Tabelle schon vorbereitet. Ich kopiere das in die Zwischenablage, fahre rüber ins YouTube-Ding, mach Steuerung V, füge es ein, gehe zurück nach Excel mit Alt-Tabulator. Also die klassischen Funktionsweisen.
So. Und das geht dann plötzlich nicht mehr, wenn man manchmal eine Teamviewer-Verbindung aufgebaut hat. Und nachdem Teamviewer so eine blöde Funktion hat, die Tastenkombination an den Gegenüber zu übertragen, was auch immer wieder notwendig ist, weil du kannst jetzt nicht dort anfangen zum Rechtsklicken, wenn du Steuerung C brauchst, ja? Und dann ist die Frage, was übertragt er denn jetzt konkret und was nicht? Und vor allem die eigentliche Frage, warum geht es an meine Escape-Tasten immer? Ja? Also, so Scherze. Und das habe ich in sporadischen Abständen immer wieder und habe das als entsprechendes zahlender Kunde, ich will, dass das funktioniert, an den Support von denen gemeldet. Inzwischen bin ich schon so intelligent, dass ich weiß, dass dieser Fehler dann auftritt, wenn ich Fernwartungen zu gewissen Kunden habe. Das variiert immer, welchen Kunden. Und das funktioniert dann stur nicht mehr, bis man die Teamviewer-Verbindungen schließt und das Programm beendet. Und das hilft auch noch nichts. Du musst dann Steuerung Alt entfernen drücken, also den Affengriff machen. Das Letzte, was du tun kannst, bevor du den Computer beim Fenster rauswirfst, sozusagen, was du nicht bei Apple tun kannst, weil der Account ist nicht. Ist der Affengriff nicht Add? Nein. Und der Klammeraffe. Und dann kriegst du das Windows-Sicherheitskastel. Und wenn du das dann mit Escape abbrichst, kann es sein, unter Umständen, aber nur vielleicht, dass die Tastenkombinationen wieder funktionieren. Zeit für eine Unterbrechung. Ja, und ich war mir also nicht so blöd, dass ich denen das melde. Und weil ich schon ein gebranntes Kind bin und ganz genau weiß, dass die Herrschaften dann sagen, ja, sie müssen den Team für Support Collector ausführen, der sammelt dann alle Informationen und das müssen sie machen und dann schicken sie uns das. Weil ich das schon gewusst habe, habe ich schon bei der Erstellung des Tickets diesen Support Collector ausgeführt und eine entsprechende ZIP-Datei erstellen lassen mit allen Informationen, inklusive der Schuhgröße meines Computers, und wollte das mitschicken. Das ist erfolgreich nicht geglückt, denn der Support Collector hat eine satte 22 MB ZIP-Datei erstellt und die Dateigrößenlimitierung beim Webformular für die Tickets ist 20 MB. Was ich mich jetzt nicht lumpen lassen habe und habe das einfach in den Temp-Ordner auf meinen Webserver geschmissen und einen Link zu dieser Datei mitgeschickt, was den Kollegen von Teamviewer reichlich wurscht war. Es hat schon mal 2 Wochen gedauert, bis überhaupt eine Reaktion gekommen ist, was mich schon ziemlich sauer gemacht hat, muss ich ehrlich sagen. Und dann haben sie geschrieben, ja, ich möge Ihnen doch die Support-Collector-Informationen von beiden Computern schicken. Da war ich schon grantig, was interessiert das meinen Kunden, das betrifft nur mich, meinen Computer. Aber egal, ich habe mir den Spaß erlaubt und habe das auch bei einem anderen Rechner, bei einem Kundenrechner, zu dem ich permanent Zugriff habe, weil Server, habe ich das dort auch gecollected und habe einer das geschickt. Bäh, so bäh, da habt ihr es. Und dann schreiben die ernsthaft zurück, dass ich die Gurke neu installieren soll, also die Teamviewer-Gurke. Was ich jetzt akut nicht hatte, natürlich. Und die haben gemeint, das sind noch alte Registrierungseinträge im Programmordner. Was ja nicht stimmt, denn wenn ich mein Fernwartungsskript probiere, das ja konsequent alles killt von Teamviewer. Ja, also das killt alles, inklusive aller Registrierungseinträge. Ich habe ja keine Hebungen, dass er Ruhe ist, frei nach dem Motto. Stellt sich vor, irgendein Auto hat auf der Gurke umgeschraubt und hat da Optionenkennwort eingegeben und ich kill das nicht vorher, dann kann er erst nichts tun. Also, da bin ich sehr konsequent. Allerdings bin ich noch konsequenter und bevor das Team für ein Produkt neu installiert wird, was ich inzwischen auch mit meinem Fernwartungsskript kann, ich bin da ja ohne Hemmungen, werden meine gewünschten Registrierungseinträge importiert.
Folglich glaubt die Firma TeamViewer natürlich, dass da noch Reste von alten Installationen sind. So viel, um auszuholen. Na, dem egal. Ich habe, das passt halt eigentlich besser zu Computerschmarfu, oder? Ja. Habe ich halt heute wirklich das getan und habe das deinstalliert und habe wirklich händisch alles entfernt, was sie da gesagt haben, dass ja kein Theater ist. Und dann habe ich die aktuelle Vollversion installiert und habe geglaubt, dass ich das hinbringe. Feucht ist, ja, da haut es mir auch gleich. Feucht dieses Produkt im Mac, sage ich euch. Da habe ich das installiert. Nach 250 und wollte lediglich dann definieren, dass ich von meinen anderen Geräten auf diesen Computer mit einem Kennwort zugreifen kann. Na, glaubst du, es war halt gegangen? Die haben da Standardeinstellungen in den Optionen mit einfachen Zugriff und gewährleisteten Konten. Und was weiß ich für ein Schmaffel. Ich habe eine Stunde gebraucht, bis ich meinen Rechner wieder fernsteuern konnte. Habe aber ganz bewusst und absichtlich und sowieso nicht meine Registrierungsdaten importiert, sondern habe es hochoffiziell wirklich richtig in den Optionen eingestellt. Ich habe zwar 10 Anläufe gebraucht, aber letztlich ist es dann gegangen, nachdem ich irgendwie verstanden habe, was diese doppelten Verneinungen bedeuten. Ja, und da ist der Zirkus, Würmler ist ab 18. Würmler ist aber nicht so weit, da könnte man hinfahren. Sollen wir das tun? Ja. Ja, machen wir das nur mal. Wir werden vielleicht nach Würmler in den Zirkus fahren. Ist das heute? Na, heute ist er in Zwentendorf und ist aber nicht, weil die da heute spielfrei haben. Da habe ich gestern geschaut mit dem Wenzel. Aber wir werden den Emilio noch gemeinsam als Familie machen, der ist nämlich lustig. Zurück zum Thema. So, abgelenkt. Die jungen Leute haben keine Hemmungen. Die lenken mir einfach ab. Da ist eine Kurve. Du bist auch jung. Danke. Du kriegst ein Bussi, wenn wir aussteigen. So, also habe ich denen das geschickt und habe das jetzt wieder hingekriegt, dass ich von meinem Windows Phone auf meinen Rechner zugreifen kann und war dann so sauer, dass ich gesagt habe, ich nehme mein Notebook gar nicht erst mit und ich mache den Vlog heute später. Ja, das ist die große Information an euch. Ich hoffe, das hat euch glorreich informiert. Ich bin stolz auf mich, dass ich das so schön präsentiert habe. Und danke für alle, die noch immer zusehen, obwohl die letzten Wochen ja sehr schwierig mit mir waren. In diesem Sinne, die YouTube-Vorschläge. YouTube-Vorschläge für den 16.02.2024. How Big Pharma is Extended the Pandemic, Dom Nicholas. Muammar Rocco Wi-Fi, Computer Clan. Heute Show, Ausstieg von Christine Peiron, Freunde der Sonne. Moment, das gehört weg. Original Rollercoaster Tycoon 1 von Manic Coaster Builder. What is this computer? Will it work? Von The Retro Recall. Österreich 1988 in Farbe von Temporia TV. I bought the cheapest 3D printer on AliExpress von Made with Layers. Und Zirkus Emilio, eine Familie macht witzigen Zirkus von Alles Zirkus. Und der Bladeknacker ist schon wieder bei den Liegestützen. Ja! So schaut es aus. Heute ein bisschen früher, weil so. Und wir sehen uns morgen. In diesem Sinne, bis später. Bis dann.